herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Guck mal da hinten, Diesel, da hinten kommt ein LKW. Das ist der von Jürgen. Ah, okay. Was macht der hier? Mein Auflieger anscheinend abholen. Ah, okay. Ich glaube aber, wäre noch ein LKW. Oder irre ich mich jetzt gerade? Nö. Ich sehe gerade keinen. Ich höre einen noch. Außer halt den jetzt von Raysex. Ah, da kommt ist was. Noch einer. Geh auf die Seite, ich weiß nicht, wie gut er fährt. Oh, ein schöner Tatra, ey. Ist Tatra nicht von da? Na, wirklich? Ja, weil, guck dir doch mal die Front an. Und dann schau dir mal die DAFs an. Die haben genau die gleiche Front. Vor allem von den Scheinwerfern her erkennst du das schon. Servus. Moin. Moin. Du bringst mir den LKW? Genau. Also, beziehungsweise dem anderen Kollegen hier. Und ich hab gehört, ich soll noch einen Tiefenlocker verkaufen. Zwei. Ah, zwei, okay. Stehen drüben. Guckst halt, wie du am meisten Geld rauskriegst, gell? Vielleicht lässt du nochmal einen Service machen oder so. Kommst du noch kurz mit, damit ich den Preis nochmal sagen kann? Ja, komm, machen wir. So viel Zeit muss sein. Hopp. Och, hier ist so grün, ey. Wer hat sich das Ding hier gekauft? Ich glaube, das war der Herr Müller, Stefan. Oh Gott, das ist so eine Gurke, ey. Das habe ich dem auch gesagt, aber er wollte ja nicht hören. Ich glaube, die sind sogar noch gut. Die hast du also jetzt letzte Mal. Also der eine, der kostet 7.600, oder bringt noch 7.665. Oh, das hört sich gut an. Also weg damit. Ja, ja, beide weg. 7, 6. Gut, dann kümmere ich mich drum. Und Geld der andere? Achso, den anderen sehen sie jetzt gerade nicht, ja? Ja. Okay, nee, aber das passt dann. Jo, dann kümmere ich mich drum. Und hier den Glas, den können sie mitnehmen. Jo. Ich komme dann mit dem LKW später zu euch wieder gefahren. Genau. Geld sollte dann gleich kommen. Jo, passt. Gut, danke dir. Tschüss. Na, wo ist denn der jetzt? Diesel? Ja. Wo bist du denn? Hier, vom LKW. Ey, hier ist alles so grün. Grün wie ein Alien, Raumschiff. So schaut's landet aus. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir in. Ah, jetzt. So. Wir hatten meinen Vater mir beigebracht beim LKW. Warte mal kurz, stopp. Ich muss nochmal kurz aussteigen. Die hat mein Vater mir beigebracht. Beim Rückwärtsrangieren mit dem LKW, ob mit oder ohne Auflieger, immer schon mit Warnblinker. Mach mal das Licht aus. Oder mach mal voll an hier. Komm. Ja, so ist gut. So ist gut. Aber kein Warnblinker. Warnblinker sieht scheiße aus hier. Bei Nacht. Ey, Licht an. Herr Varuna? Ja? Bevor Sie wegfahren, Entschuldigung, wenn ich Sie nochmal störe, könnten Sie noch kurz hier unterschreiben, dass ich die verkaufen kann? Bitteschön. Danke sehr. Der Scheiß mit der Vollmacht, ey. So. Nun können wir loslegen. Ja, du sagst, wo lang? Jo, einmal links. Links, was da, wo der Daumen rechts ist. Eben gucken, ob frei ist. Hat er Ihnen nur Führerschein, nur LKW entzogen oder auch CE? Nur B, also LKW. B ist kein LKW. Da müssen sie vielleicht nochmal extra in die Fahrschule. Uff. Ja. Nee, Jürgen, ey, der braucht glaube ich auch noch einen Führerschein. Geradeaus weiter.
haben sie jetzt, hat er ihn jetzt ein B entzogen? Er sagte zu mir, der LKW-Führerschein ist damit offiziell jetzt entzogen. Ja, das ist aber C. Oh. Nach der neuen Verordnung. Wenn, ja, ich, nicht, ja, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann kennt er sich aber nicht so ganz genau aus, weil er sagte nämlich B1. Ich meine aber B1 wäre Autoführerschein. Nee, Auto ist ganz normal nur B. Aber ich glaube, wer drängelt denn da so hinter uns? Weiß nicht, ich sehe nichts. Da überholt uns irgendwie jemand. Ja, dann fahren Sie bitte auf Ihrer Spur. Und Sie wissen ja, wenn einer überholen will, dann lassen Sie ihn vorbeifahren und machen Sie kein Rennen. Ja, Sie müssen jetzt aber nicht wegen jedem. Wer ist denn das? Der Razix, glaube ich. Ja, Sie müssen auch nicht wegen jedem von der Fahrbahn runterfahren. Das ist nicht Sinn und Zweck. Oh Gott. Machen Sie einen Warnblinker an. Warten Sie, ich gehe mal fragen, ob ich dem helfen kann. Ja. Wer ist denn das? Müller, Stefan. Wo ist denn jetzt hin? Ja, was ist denn hier los? Können alle nicht Auto fahren. Ja, soll ich dich, ja. Jo. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Herr Müller? Ja? Ja, was machen Sie denn hier? Sorry, ich hatte gerade Kopfschmerzen. Ich musste mich jetzt kurz an die Seite stellen. Ja, das machen Sie richtig. Ja, ich versuch's. Gut. Aber dann trinken Sie mal was. Ja. Gut. Und sonst laufen die Geschäfte? Ja, sehr gut. Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft. Oha. Aber was machen Sie denn mit einem Auto? Na komm, der Schafbauer braucht mal ein bisschen was. Ja. Sehr gut, ist jetzt ein Auto mit Pritsche, das heißt, ich kann damit. Ach nee, den Kübel, ey. Ich finde den eigentlich sehr gut. Ich fahre den auch. Ich bin jetzt vorher hierher gezogen, davor habe ich den auch schon gefahren. Ich muss sagen, den finde ich sehr, sehr gut. Okay, ich fand ihn nicht so dolle. Hab den gleich wieder verscherbelt. Ja gut, ist jeden jetzt eine Geschmackssache, aber... Ja, ja, klar. Ich brauche halt was mit Ladefläche für Bollpaletten, dass ich die ein bisschen zügiger von A nach B bekomme. Jo, klar. Da und macht es wahrscheinlich schon Sinn. Mein schnellstes Fahrzeug ist jetzt der LKW mit 83. Und ich bin meistens immer der Letzte, der da ist. Das passiert. Wenn ich jetzt mal gucke, das Auto fährt jetzt 120, das heißt, ich bin schon deutlich schneller immer bei euch da. Aber denken Sie dran, das Beste zum Schluss. Ja, die Blitzer sind auch scheiße, das ist recht der vor meiner Tür.
müssen sie halt die andere Ausfahrt nehmen. Ja, das ist ja so fies. Ich will zu meinem Feld ganz normal fahren. Nee, was passiert? Bremsblitzer. Ja, ja, so ist es. Gut, ich muss aber mal rüber wieder zu den anderen, weil ich muss da noch Dings hier, Fahrschulprüfung und so. Ja. Bis denn mal, ne? Ja. Tschö. Und wo kommen Sie? Volker, wir sind hier auf Parkplatz worden. Servus. Oh. Moin. Volker. Hm. Das ist der Herr Jäger, der sagte gerade, was machen Sie eigentlich schon wieder hinterm Steuer? Ich habe Ihnen noch den LKW-Führerschein entzogen. Ich bin hier gerade mit dem Herr Varuna die Prüfung am Ablegen. Können Sie dies bestätigen, Herr Varuna? Ich bin verwirrt. Wenn du jetzt nie sagst, dann kriegt der richtig Anschiss. Ich bin verwirrt. Wer Sie sprechen mit mir? Ja, nee. Das hier ist der Herr Jäger, der neue Dorfscheriff. Ach so. Ja, er hatte mich gerade gefragt, wo ich ausgestiegen bin, was mache ich schon wieder hinter dem Steuer eines LKWs. Da habe ich Ihnen geschildert. Können Sie sich mal ein bisschen besser zusammenstellen? Nebeneinander? Da habe ich dem geschildert, dass ich... Nebeneinander, nicht gegenüber. Da habe ich ihm geschildert, dass ich mit dir gerade den Führerschein am Nachmachen bin. Der hat ein dunkleres Hemd an. Sie sind sehnsüchtig zum Verwechseln ähnlich, muss ich echt sagen. Nur, dass der Herr Diesel eine andere Mütze Kappe auf dem Kopf und ein hat. Anderes Herz. Der war wirklich mit mir unterwegs. Und dann hat da der Müller, der stand quer auf der Straße, dann habe ich gerade mal nach dem geschaut. Er hat gemeint, er hat ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, deshalb ist er kurz mal rechts rangefahren. Der da hinten. Ja, der hat gesagt, er hat Kopfschmerzen, ich weiß nicht. Ist so ein bisschen krank. Aber habe ich mich nicht recht zu erinnern, dass wenn man Kopfschmerzen hat, dass man am besten kein Fahrzeug führen sollte? Wo haben Sie denn das gehört? Und mein Vater, der hat immer gesagt, Jung, wenn du Kopfschmerzen hast, lass das Fahrzeug stehen und lauf. Aha. Dürfte ich ja nie Auto fahren. Hast du ein Fieberthermometer dabei? Nee. Jung, ich geb dir gleich eine. Ich will nicht, dass kaputt geht. Was ist denn das hier? Was sind denn Sie eigentlich für einer hier? Polizist. Ich bin der jetzt. Polizist. Jürgen, mach keinen Spaß hier. Polizist? Ja. Ah, oh. Ben Jäger, mein Name. Mhm. Und wo kommen Sie nochmal? Von welcher Dienststelle? Aus der Dienststelle aus Wesselburg. Von wo? Aus Wesselburg, das ist eine Stadt. Und wo liegt diese Stadt? Weit weg. Weit weg, okay. Wahrscheinlich hinter den sieben Bergen. Bei den sieben Zwergen. So, schaut aus. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Okay, und Sie, ich muss gerade nochmal nachfragen. Der Herr Diesel hat mir erzählt, dass Sie ihm den Führerschein entzogen hätten, den B1. Ich habe ihm den C1 entzogen, nicht den B1. Der B1 ist für PKWs. Ah. Ich habe ihm den C1 entzogen, weil er... bei einem Atemalkoholtest. Man darf den eigentlich unter... Ah, nee, passt. Warte mal, ja, weiter. 1,6 Promille gemessen wurde. Diesel? Ja? Davon hast du mir aber nichts gesagt. Wollte ich dir ja noch. Ich hab... Ja, wann denn? Wurde mit... Ja, du sitzt hier angetrunken neben mir und machst eine Fahrstunde, hast du alle Tassen im Schrank. Du bist jetzt zwar eine ganze Strecke gelaufen, aber das heißt trotzdem nicht, dass du nüchtern bist. Also ich... Was labern Sie eigentlich, dass ich mit 1,6 gemessen wurde? Ich wurde mit 0,8 gemessen. Ja, aber 0, was muss man hochrechnen? Das war dann heute Morgen mit 1,6. Immer daran gedacht, dass die Milch auch die Wirkung des Alkohols reduziert. Dass das ich auch den Rest des Tages Milch getrunken habe. Das ist mir neu, dass das Milch getrunken. Ja, wahrscheinlich bis zum Blaubeerhof gerannt und hast schon unter eine Kuh gelegt und hast gemolken. Sag mal, wer hat denn da den Führerschein gemacht? Der LU ist hier gerade voll gegen die Mauer gedonnert. Ich habe nichts gesehen. Ich aber. Also, mal was anderes. Diesel. Ja. Geh dich ausnüchtern. Die Volker. Fahrstunde können Sie morgen nochmal wiederholen. Ja. Eine wunderschöne Zelle. Da können Sie sich erstmal ausruhen. Ja. Geht klar mit der Anzahlung.
Volker, mit Marlon kannst du, glaube ich, nochmal Fahrschule machen, ey, mir ist schlecht. Ach ja. Nur weil du ein beschissener Beifahrer bist, heißt nicht, dass irgendjemand einen neuen Führerschein braucht. Ohne Licht fährt er hier durch die Ballerei. Das ist ja nicht mein Problem, da steht der Polizist. Herr Gordes, das sollte aber wie sieht's nicht zu mit laut sagen, hallo? Weil... Jürgen, komm mal auf die Seite, bitte. Ah, wie wär's mit Halloween-Party? Guten Tag, wenn wir... Ich kann nicht fahren. Jo. So, jetzt. Geht klar mit der Anzahlung. Wie viel willst du denn zahlen? Moment, ich muss mal gerade noch was gucken. Gerade Taschenrechner zücken. Muss nämlich noch eine Neuanschaffung machen. Mhm. Ui. Ui, das kostet mehr, wie ich gedacht habe. Nee, dann muss ich noch mal pachten. Pachten? Jo. Ja, die 14. Die 14 pachten? Jo. Zwei Wochen? Jo. Ab nächste Woche? Ja, können wir machen. Gut. Moment, ich rechne dir kurz den Pachtpreis aus. Wollte eigentlich kaufen, aber naja. Ich musste mir noch einen Tiefenlocker kaufen. Echt? Ja, die zwei kleinen Dinger da, die 4 Meter, da überfährst du dich ja zu Tode. Hm. Deshalb habe ich mir jetzt den 8 Meter Dinger noch. Überweis mir mal gerade 7000. Hm. Bitte schön. Dann noch 500. Ich bin dir was meinem Preis entgegengekommen. Ist ja Halloween. Also dann hätte ich gern immer Halloween. gut. Dann danke ich dir recht herzlich. Lässt mich kurz nochmal allein. Und dann passt's. Jo, danke. Tschö. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.